Woher kommen Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Meschede. Aus Meschede. Und woher wissen Sie, dass hier so was Verrücktes stattfindet? Aus der Zeitung. Und ich verfolge das seit Jahren und ein Teil meiner Familie kommt hier aus Rösenbeck. Und von daher war ich immer sehr interessiert. Machen die vielleicht auch beim Umzug? Nein, denn die gibt es nicht. Also, verkauft. Okay, es ist nämlich so, im Grunde genommen ist das ganze Dorf auf den Beinen, ne Luca? Ja, wir haben ja eben schon genug gesehen an der Hütte, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So viele Gruppen, so viele Leute. Ihr kriegt hier dieses Jahr wieder einen bombastischen Umzug geboten. Sollen wir schon am Anfang was zu erzählen, Heiko? Gerne. Dann will ich schon mal anfangen. Es geht los, wir haben hier heute mit dabei über 45 Gruppen. Ich glaube, das hat es in Rösenbeck zum Neckarabtrieb noch nie gegeben. Über 400 aktive Teilnehmer. Ich glaube, das ist schon mal von euch allen einen ganz großen Applaus wert. Wir testen das schon mal. Genau. Ja, nicht schlecht. Das machen sie schon gut, aber ich glaube, das ist nur ausbaufähig. Ja, das ist ausbaufähig. Wir haben noch so 10 Minuten, bis die ersten Gruppen kommen. Ich glaube, bis dahin steigern wir das nur. Das glaube ich auch. Aber sag mal, jetzt haben wir den Norden, den Osten und den Westen. Wer kommt denn aus dem Süden von Rösenbeck? Südlich von Rösenbeck, das ist so im weitesten Sinne Abachtalsperre und davor. Guck mal, da winkt einer. Hier. Wo kommen Sie denn her? Aus Leibeck bei Bad Bünnenberg. Wieso kommen Sie hier hin? Sehr schön. Dann freuen wir, dass wir Sie hier als Gäste dieses Jahr begrüßen dürfen. Gerne wiederkommen. Und hier vorne winkt noch einer. Wo kommen Sie denn her? Willi, ich bin der Luca, ich begrüße dich. Ja, diese Damen hier, die haben ein Kennzeichen PS am Auto. Jetzt kannst du da aufmachen. Oh, also PS als Pferdestärken, das kann ich noch zuordnen, Heiko, aber PS am Kennzeichen? Vielleicht pst. Wenn die Pferde kommen, oder? Oder sollen sie das uns zuflüstern? Meinst du, das kriegen sie hin? Pirmasens im Osten. Aber Luca, wir sind doch hier, um was zu lernen. Lass es dir einfach erklären. Wo liegt Pirmasens? Ich entschuldige mich. Du willst doch nicht nur Westheimer bieten. Das ist doch sicher wahr, oder nicht? Ich trinke nur leckeres Westheimer. Bitte? Das müssen Sie mir jetzt erklären, was das ist. Das ist auch Bier, das kommt auch aus der Pfalz. Mensch, da geht ja eigentlich, muss ich ja jetzt mal in die Pfalz kommen und da unten gucken, was da los ist. Heiko, ich merke mir das mal, ne? Ja, multikulturell, mehr kann man sagen. Das ist ja auch der Eggeabtrieb. Also wenn man mal auf die Anfänge guckt, warum eigentlich Eggeabtrieb, ne? Vielleicht sollte man als erstes erstmal fragen, warum eigentlich Almabtrieb? Also warum treibt man Tiere vom Hausberg einen langen Weg runter ins Tal? Was ja, Heiko, ja. So wie ich das gehört habe, ist das dafür da, um sich für die gute Ernte zu bedanken. Ganz genau. Morgen ist Erntedankfest. Immer der erste Sonntag im Oktober und den Tag vorher passt es natürlich wunderbar, wenn man sich auch bei den Tieren bedankt dafür, dass sie unverletzt zurück ins Dorf gekommen sind. Und weißt du auch, wie das ist, wenn die Tiere verletzt geworden sind oder irgendeiner eine Klippe abgestürzt ist von der hohen Egge? Nee, das sagt mir jetzt nichts, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Deutsche Rote Kreuz vielleicht hilft, das heute hier ist. Ich glaube, da findet der Almabtrieb in Österreich in die Stadt und ich habe eben mal bei dem Bauern nachgefragt, hier ist alles glatt gelaufen, das heißt, es kommen gleich auch genug Tiere, die ihr euch hier angucken könnt. Super. Vom See, aber sie kommen aus meiner Heimat. Ortsteil Alm. Ja, sehr schön, herzlich willkommen. Klasse. Ja. Ich habe hier noch eine weite Entfernung. Wo kommen Sie her? Sagen Sie noch mal bitte. Oh Mensch, ey. Das wird jedes Jahr immer größer. Ich überlege, was war letztes Jahr die weiteste Entfernung? Wie kommt man denn aus Potsdam auf die Idee, nach Rösenbeck zu kommen? Okay, und wie ist so der erste Eindruck so vom Fest Eggeabtrieb? Ich meine, viel ist ja nicht passiert. Das ist überraschend. Erstens sind hier, bin ich.
Ich kann was vorwegnehmen, es war kein Fehler, hierher zu kommen. Genau, und sie ist gespannt wie ein Flitzebogen, nicht nur auf den Umzug, sondern auch auf das, was nachher in der Schützenhalle passiert. Da können wir auch schon mal drüber sprechen, Luke. Da wartet ein ziemlich attraktives Programm, oder? Also seit langem hat der Dorfgemeinschaftsverein wieder ein super Programm aufgestellt. Sowas hatten wir die letzten Jahre draußen schon ewig nicht mehr. Ein schönes Kinderkarussell. Dann haben wir noch Ponyreiten durch die Familie Eberbach. Und ich habe schon eben gesehen, es sind schon Kuchen da, über 40 Kuchen, das Ganze. Genau, und nach den Kuchen geht es dann weiter mit den Foodtrucks, und dann wird es langsam dämmt, dann geht das Ganze auch in eine ziemlich abgefahrene DJ-Party. Der Volker Schneider isst sich schon warm. Ich glaube, er tummelt sich auch schon irgendwo hin rundherum. Er hat gestern Abend schon gesagt, dass er richtig Bock hat, heute Abend hier in Rösenbeck eine geile Party anzuliefern. Genau, und was gehört zu einer geilen Scheunenparty? Natürlich eine ziemlich ausgefeilte Cocktailbar. Dieses Jahr mit den Trendgetränken, die man so kennt, Aperol. Und ganz besonders, es gibt auch alkoholfreie Cocktails. Das heißt also, ihr müsst das Auto nicht stehen lassen. Genau, für alle was dabei, kommt gerne in der Halle, das kann man sich nicht entgehen lassen. War das was von dem Jäger, ne? Ich habe gerade nicht ganz so genau zugehört, aber ich tippe mal auf ja. Super, es passt auf jeden Fall super zu dem heutigen Tag, zum Eggerabtrieb in Rösenbeck bei herrlichem Sonnenschein. Womit haben wir das verdient, Luca? Ich glaube, gestern haben alle einen Teller gut aufgegessen und der Petrus hat es heute gut mit uns gemeint. Ja, und dann machen sich die Leute auf. Hier stehen sie auf der einen Seite noch ein bisschen im Schatten, auf der anderen Seite in der Sonne. Wir hoffen, dass hier auch gleich mal die Sonne hinkommt. Darf ich fragen, woher sie kommen? Millinghausen. Aus Millinghausen. Wo könnte das denn sein? Der Punkt der Erdachse. Das ist schon Rösenbeck. Das ist der Punkt, wo man quasi die Erde balancieren kann. Bei Lippstadt, Erdmitte, so. Und wie sind Sie auf den Eggerabtrieb aufmerksam geworden? Ich nicht, weil ich letztes Jahr schon hier war. Dann können Sie ja sogar schon ein bisschen was verraten, was hier gleich kommt. Viele Tiere. Und haben Sie selber was mit Landwirtschaft zu tun oder erfreuen Sie sich einfach nur so an einem Landleben, an der Kultur vom Landleben? Nein, früher haben wir viel Landwirtschaft. Aber im Moment wir brauchen wir keine Arbeit. Und dann erfreut man sich noch so an den nostalgischen Dingen, die hier vorne sind. Ja, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sag mal, Heiko, es wird ja immer viel spekuliert. Es ist der 28. Eggerabtrieb. Da gab es ja damals so eine dubiose Fahrt ins Zillertal, wo ich ganz lustige Geschichten auch von dir gehört habe. Sag mal, willst du uns mal erzählen, was da unten vorgefallen ist? Also ich bin ja erst 15, aber was man mir erzählt hat, mein alter Ego war mitgefahren. Nein, ich bin tatsächlich ein bisschen älter. Und ich war bei dieser Fahrt auch dabei, aber ich habe mich da noch nicht um so Dinge wie Almabtrieb gekümmert. Da ging es eher darum, guten Spaß zu haben, Stimmung zu haben. Aber es war tatsächlich so, dass der Musikverein Rösenbeck im Zillertal war und sich gedacht hat, Mensch, ein Almabtrieb, wir haben Berge, wir sind gut drauf, wir sind total Musikfans und wir haben tolle Landwirte und tolle Tiere. Das können wir doch auch. Gesagt, getan. Daraufhin kam es zu den ersten Versuchen hier in Rösenbeck nach oben in der Hütte mit ein paar Tieren. Und am Ende saß man in der Kneipe bei 2-3 Bier und hat gesagt, haben wir das nicht schön gemacht. Und guck mal, was ist draus geworden. Heute? 28 Jahre Tradition, 400 Teilnehmer, über 40 Gruppen, jeweils oft 20 Personen bis 30 mitgehen. Ich glaube, es war eine gute Idee, in Zillertal zu fahren. Definitiv. Aber was ich heute gelernt habe, das war gar nicht die Wiege des Eggerabtriebs in Rösenbeck. Angeblich gibt es eine Geschichte vor der Geschichte. Die kennst du? Das habe ich auch mitgekriegt. Da musste ich damals bei Engels, als der Schmelter immer fahren ist, um irgendwo anders einen Almabtrieb anzugucken. Da muss damals der Schuster gesagt haben, du musst doch keine 600 Kilometer fahren, um Almabtrieb zu gucken. Das können wir hier genauso gut machen. Und ich kann mir genau vorstellen, wie er es dann abläuft. Wahnsinn. Aber wo du es gerade sagst, Schmeltes Hans und Schuster, Legenden des Almabtriebs, des Eggerabtriebs, an die man eigentlich nicht oft genug erinnern kann. Mit Schmeltes Hans habe ich selber schon hier gestanden wie mit dir. Der war einfach ein Musiker durch und durch. Der hatte immer einen Trinkspruch parat. Der war selber Landwirt. Und der hat mich auch auf die Idee gebracht, dass man das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit. Der hatte immer einen Trinkspruch auf dem Lippen. Und deswegen
gilt auch hier der Aufruf an euch, wenn irgendjemand von euch einen schönen Trinkspruch parat hat. Immer her damit. Hebt den Arm, wir nehmen ihn gerne drauf und die anderen Leute erfreuen sich dran. Es darf auch ein bisschen versaut sein. Nein. Musik und das Warten auf den Eggeabtrieb. Wir wollen ja hier alle ein bisschen gute Laune kriegen und die Dame in blond und weißem Kittel und Jacke hat sich angeboten. Nein, weißer Jacke hat sich angeboten, einen Trinkspruch zu essen. Ja, genau. Bitte schön, woher kommen Sie? Wir kommen aus Ruhrgebiet. Woher? Aus Mahl. Aus Mahl, wie heißen Sie? Sabine. Sabine, und wie kommt eine Sabine aus Mahl auf einen guten Trinkspruch? Ja, wir kommen aus dem Pott, ne? Und da wird auch der ein oder andere hier getrunken. Und dann geht's zur Sache. Na, dann mal los. Ja. Mikrofon frei. Zur Mitte, zur Tinte, zum Sack, zack, zack. Okay. Aber wir haben natürlich neben der ganzen guten Laune und den Trinksprüchen auch einen Bildungsauftrag. Und wie passend steht unser Stadtchronist Winfried Dicken nur zwei Personen weiter. Und Winfried, die möchte ich nochmal fragen. Du warst jetzt auch schon viele Jahre immer dabei. Mit welcher Erwartung blickst du auf so ein Event wie den Eggeabtrieb mit den Tieren, mit den Landmaschinen? Was bedeutet das für dich? Das ist ja ein Höhepunkt im ganzen Stadtleben. Alle Dörfer haben irgendein etwas Besonderes und Röseberg eben hier diesen Eggeabtrieb. Und das ist super. Und wenn du jetzt gleich diese alten Landmaschinen siehst, ich meine, du bist ja auch historisch interessiert, was verbindest du damit? Ist das dann so recht, wie so zurückgeführt werden in alte Zeiten? Ich freue mich immer, wenn ich Landmaschinen sehe, die älter sind als ich. Sehr gut. Es kommen gleich auch Esel. Und du bist ja als Stadtchronist natürlich auch so ein bisschen Experte für den Brenschen Esel, wie man sagt. Welche Bedeutung haben die Esel eigentlich für Brilon, für die Umgebung schon über Jahrhunderte? Ja, Brilon und die Umgebung hätte sich gar nicht so entwickeln können, wenn wir die Esel nicht gehabt hätten. Wir haben ja kein Wasser auf der Hochfläche. Die Esel mussten das Getreide zu den Mühlen tragen und das Mehl wiederholen. Und die Esel hatten bei uns die Aufgabe, die sie heute noch in der dritten Welt haben. Und deswegen hat Brilon auch immer noch das Haupttier Hubertum. Ist das richtig? Ganz genau. Das ist unsere Werte. Egal ob Wallach, Stute oder Hengst, alle heißen Hubertum. Und jetzt sagt man den Eseln eine gewisse Störrigkeit nach. Ne? Aber wenn ich das höre, was du gesagt hast, dann ist er ganz intelligent. Ja, oh, wir sind super intelligent, alle Brillen und Bösen. Ein sehr schön versöhnliches Wort. Wir wollen heute Brücken schlagen zwischen der Kernstadt Brillen, zwischen den Ortsteilen, zwischen den Dörfern. Vielen Dank, Winfried Dicke. Geliebten Kernstadt im Westen von Rösenberg gelegen und wir haben den Stadtchronisten begrüßt, er hat uns ein bisschen was erzählt über den Hintergrund und die Bedeutung von Eseln im Brilonner Raum. Es soll jetzt keine komische Brücke sein, aber neben ihm steht der Bürgermeister aus Brilon, Dr. Christoph Bartsch. Hallo Herr Dr. Bartsch, ich darf Sie ganz herzlich auf Eggeabtrieb in Rösenberg 2024 begrüßen. Ja, danke schön. Das freut uns zu hören. Ich erinnere mich, Sie sind noch nicht das erste Mal hier, richtig? Können Sie uns vielleicht mal erzählen, was Sie mit dem Eggeabtrieb in Rösenberg hier Jahr für Jahr verbinden? Ich glaube, ich verbinde nichts anderes mit dem Eggeabtrieb, was alle anderen auch nicht verstehen. Eggeabtrieb ist eben Rösenberger Eggeabtrieb. Das ist ein großes Fest, was inzwischen, glaube ich, einfach in den Jahreskalendern von mir und den 16 Dörfern gehört. Und ich bin gerade nicht gewillt, zum vierten Mal. Das 28. Mal ist es in Definitiv. Vielen Dank, Herr Dr. Bartsch. Genau, und wir haben ja nicht nur den Bürgermeister hier als Zuschauer, sondern auch im Umzug ganz viele Gruppen aus Brilon. Unter anderem auch das aktuell amtierende Königspaar.
mit dem Hofstaat, diesmal nicht in Kleidern und im feinen Anzug, sondern in Dirndl und Lederhosen. Richtig. Die haben da eben oben schon groß aufgebaut, haben gesagt, sie freuen sich auf den Rösenbecker Engerabtrieb. Haben wir gesagt, ihr seid hier herzlich willkommen, denn auch das Briloner Königspaar, wir sind ja international hier mittlerweile unterwegs. Ganz genau, und der ganze Morgen stand ja auch schon im Radio unter dem großen Begriff Rösenbeck bei Brilon. Ich weiß nicht, ob Sie Jüngeren von Ihnen gehört haben, Daniel Danger von 1 Live hat 5 Stunden live aus Rösenbeck gesendet, hat sich quasi alle Vorbereitungen des Eggeabtriebs ganz genau angeguckt, hat eine Kuh geputzt, hat sich von dir, Luca, in der Dorfkneipe ein Bier zapfen lassen, aber nicht, ohne sich auch erklären zu lassen, wie diese tolle Dorfkneipe auf die Beine gestellt wurde, nämlich als ehrenamtliches Projekt vom Dorfgemeinschaftsverein. Genau, und ich glaube, wenn ich mir hier so die Reihen im Straßenbahn angucke, der eine oder andere hat das sicher im Radio gehört, das ist vielleicht auch deswegen. Ja, denke ich. Das könnte ich mir gut vorstellen, und ich habe sogar noch eine Besonderheit. Wenn wir ein ganz bisschen Glück haben und ihr noch ein bisschen hier bleibt, könnte der Daniel Danger, der große Mann aus dem Radio, gleich mal hier zwischen auftauchen. Genau, keine Scheu, er macht auch Selfies, ne? Ein ganz feiner Kerl. Hinzu, deswegen, wenn gleich die Tiere kommen, möchte ich alle Eltern darum bitten, die Kinder ein bisschen im Hintergrund zu halten, hinter den Zaun gehen, nicht unbedingt hier auf die Straße drauf schubsen. Das wäre einfach wichtig, damit der Eggabtrieb auch in diesem Jahr wieder gut gelingen kann. Ich meine, Sie sollten schon vorne am Band sein, dass Sie was sehen, ne? Also nicht, dass Sie jetzt so nach hinten rutschen, aber es ist genau. Der Sicherheitsabstand ist gewährt, quasi wenn Sie hinter dieser Kolbe gehen. Genau, und ansonsten darf man nicht vergessen, hier werden gleich lebende Tiere sozusagen über die Straße kommen und ja, da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Die laufen jetzt schon quasi eine halbe Stunde von der Hütte hier runter. Haben schon die ein oder anderen Menschen gesehen, aber es sind natürlich toll geschmückt, freut sich auch hier, dass sie dabei sein können. Aber man darf nicht vergessen, es ist etwas frecher. Ich habe mir von den Bauern zuflüstern lassen, weil wir letztes Jahr ja eine Woche eher dran waren mit dem Eggabtrieb, dass letztes Jahr alle Tiere schon wild im Stall umhergesprungen sind. Aber ob da was dran ist, das weiß ich auch noch nicht. Vorfreude auf den Eggabtrieb, die verbreiten wir hier auch, hoffentlich so ein bisschen. Es füllt sich an der Straße, es zieht sich hier im Grunde genommen bis zur Mühle runter, kann man den Zug verfolgen, aber hier kriegt man natürlich auch noch ein bisschen Hintergrund geliefert. Und wir versuchen euch die Gruppen, so gut es geht, vorzustellen, dass ihr die Teilnehmer kennenlernt, aus Rösenbeck, aus der Umgebung, aber vor allen Dingen, dass ihr auch was lernt über das, was die Teilnehmer mitbringen. Ne? Die bringen ja nicht nur ihre Tiere mit, sondern die haben ja auch, was haben die dabei? Maschinen. Jegliche Arten von Tieren, können wir ganz einfach sagen. Dann habe ich gehört, dass auch ein paar Fußtruppen mit dabei sind, Bollerwagen, Gänse, alles mögliche. Schön geschmückte Wagen, auch ein bisschen Schnaps. Und was natürlich hier zum Platz noch zu erwähnen ist, hier gibt es auch die Bierbude, die euch mit köstlichsten kalten Getränken versorgt. Genau, und erstmals vielleicht auch in diesem Jahr, wir werden wieder unterstützt von der Feuerwehr aus Rösenbeck, die hier die Straßen absperrt und für Sicherheit sorgt. Unser Dorfpolizist ist im Einsatz und zum ersten Mal da vorne am Krug, das ist unter dem blauen Maibaum, steht das Deutsche Rote Kreuz. Das heißt, wenn euch irgendwie schlecht wird oder es euch nicht so gut geht, wie es eigentlich sein sollte, scheut nicht dahin zu gehen. Die haben alles dabei und helfen euch mit den kleinen oder großen Bewegungen. Und dann kann es auch ganz schnell wieder weitergehen. Genau, denn nach dem Umzug geht es ja in der Schützenhalle weiter. Ne, Luca, was wartet da noch mal? Genau, wir erwähnen es nochmal. Ne? Vollgepackte Kuchentheke mit super vielen lecker gebackenen, selbstgebackenen Kuchen von Rösenbecker Herren und Damen. Waffeln werden verkauft, Kaffee wird gereicht, kühle Getränke, Musik vom DJ und, was davor kommt, Live-Musik. Wer hätte das gedacht? Die Rösenbecker Musik hat sich mit einer kleinen Truppe zusammengefunden und wird gleich Live-Musik vom Allerfeinsten präsentieren. Das kann man sich nicht entgehen lassen. Und gut, Luca, dass du keine Augen hinten am Kopf hast, denn dann würdest du sehen, dass sich der Eggeabtriebszug 2024 langsam hier in der Dorfmitte nähert. Und ich möchte jetzt mit euch schon mal ein bisschen üben. Wenn jetzt gleich die Aktiven kommen, die Gruppen kommen, die sich so viel Mühe gemacht haben, die ihre Wagen geschmückt haben, ihre Tiere geschmückt haben, da
an, wäre es doch schön, wenn wir sie so ein bisschen, ja, wie aus so einer Wolke von einem Applaus tragen lassen. Und deswegen möchte ich mit euch mal einmal üben. Da kommt jetzt zum Beispiel die Erntekrone. Ein ganz großer Applaus für die Erntekrone. Das ist schon nicht schlecht, aber ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr. Da kommt jetzt eine unwahrscheinlich schön geschmückte Erntekrone. Heiko, ich glaube, die letzte Stufe, das Endlevel, das kriegen wir gleich hin, wenn wir die Krone auch wirklich sehen. Meinst du? Okay. Könnte ich mir so vorstellen. Ja. Aber, liebe Leute, es geht langsam los. Vorneweg der Traktor mit dem Ankündigungsschild Eggeabtrieb 2024. In wenigen Minuten, in wenigen Momenten geht's hier los. Und dann könnt ihr euch freuen auf viele, viele Tiere, viele Traktoren, viele Landmaschinen, viele Fußgruppen, alle festlich geschmückt und gekleidet. Und wir führen euch durch das Programm und scheut auch selber nicht, quasi Fragen zu stellen, wenn euch was komisch vorkommt. Einfach melden, wir gehen gerne drauf ein. Guck mal, ich sehe schon, der erste Programmpunkt kündigt sich schon an. Jana Becker und Lisa Graf sind seit... Applaus. Seit vielen Jahren mittlerweile die Gesichter des Eggabtriebs. Sie haben mit ihren Hörnern den Zug ins Dorf begleitet und ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht, wenn ich sehe, dass der Rest hinterherkommt. Genau, ich finde, ihr habt ja immer eine ganz schwierige Aufgabe, das so zu eröffnen. Ne? Seid ihr aufgeregt? Das ist gut, müsst ihr auch nicht sein, denn ihr seht einfach nur zauberhaft aus. Und ich finde, das ist ein ganz großer Applaus für euch. Ihr geht hier vorweg, ihr eröffnet den Eggabzug und das ist einfach toll. Und als nächstes seit dem Anfang des Eggabtriebs dabei, Familie Fries, alle Mann zusammengepackt. Im Trecker sitzt Marco. Hast du schon die ganze Zeit gewartet auf dieses Wochenende, oder nicht? Genau genommen auf diesen Moment. Das freut mich. Ja, schöner kann es doch nicht sein. Wetter ist ehrlich. Die Kühe sind da, richtig. Und machen doch alle mit. Ich sehe hier hinten. Wolfgang geht vorweg. Wolfgang, wenn das denn auf deiner Kuh drauf sitzen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ah, das ist unser Johannes. Der hat noch der Eierschalen hinter dem Ohren, aber hat angegeben, dass er auf die Kuh reiten wollte. Und guck mal, wenn du das gestern gesehen hättest, der Wolfgang hat das auch geübt. Der ist gestern schon einmal vor seinem Haus vor und zurück mit Johannes oben drauf mit der Kuh gegangen, weil das sollte heute sitzen. Und es sitzt. Ganz große Klasse. Sag mal, Johannes, hast du da gar keine Angst da oben drauf? Der Opa, der macht das so gut, ne? Da kann man keine Angst haben, oder? Oh! Der kommt zu. Der gefallen mit Jubel! Aber es ist, glaube ich, nichts passiert. Alles gut gegangen. Dahinter kommen die Söhne Ingo und Tobias. Und wer sind ihr zwei denn? Frieda und Heinrich. Und ihr habt die Gänse mitgebracht, richtig? Das habt ihr aber schön gemacht. Das sieht gut aus. Und ganz hinten dran noch Andrea Schröder. Schön, dass du mit dabei bist. Und schon der Nächste. Thomas Kotelke fährt den alten Trecker mit einem Wagen beladen mit Heu. Und ich erwarte es, aber ich weiß es noch nicht. Wer sitzt hinten drauf, Junge? Leo und Heidi, hab ich recht? Macht der Spaß da oben drauf? Und hinten das Urgestein des Eggabtriebs. Oliver Henne. Er will nichts sagen, er hat einfach nur Spaß auf dem Wagen sitzen. Prost! Als allernächstes der Musikverein aus Rösenbeck unter der Leitung von Lukas Pape. Schöne Blasmusik, herrlich! Ist das nicht schön, Heiko? Eggabtrieb 2024, Live-Musik, schön geschwebte Kühe, schöne Trigger. Was gibt es Besseres? Was geht es nicht? Mit der Musik von den Kursen von Matthias Fest vor dem Erntedank. Das wird
dazu. Und da schmeckt das Kuchen und das Bier gleich besser, richtig? Ich habe mal in die Programmauswahl reingeguckt. Blasmusik vom Allerfeinsten, super schöne Lieder, ein bisschen moderne Blasmusik, aber die Klassiker werden natürlich auch nicht außer Acht gelassen. Und das gibt uns jetzt so ein bisschen Zeit, mal denen zu danken, die dafür sorgen, dass so ein Umzug auf die Beine gestellt werden kann. Denn es sind ja nicht nur die Aktiven hier im Zug. Es sind diejenigen, die die Blumen binden, die die Bögen binden. Seit Wochen sind sie dabei, die Halle fest zu schnüren. Wir haben die Leute hier im Bierstand. Wir haben die Leute hinter der Kuchentheke. Wir haben die Leute im Foodtruck in der Halle. Das ist einfach ein ganz großes Ding für Rösenbeck. Und ich würde mal sagen, von den fast 800 Einwohnern sind 900 auf den Beinen, um zu helfen, oder? Das kann man genauso sagen. Und was man ja auch erwähnen muss, der gesamte Erlös des Eggerabtriebs wird in das Dorf rein investiert. Jeder Verein profitiert von diesem Fest. Also geht gerne an die Theke, trinkt ein Bier und unterstützt damit die Rösenbecker Vereine. Als nächstes Julian Becker. Diesmal hast du die Alterskameradschaft hinten dran, richtig? Das ist korrekt. Sehr schön. Wie ist das denn entstanden? Fährst du die schon länger? Dieses Mal das erste Jahr. Vielleicht gucken wir mal, was nächstes Jahr ist. Ich glaube, du machst das ganz souverän, oder meinst du auch? Sehr schön. Und jetzt wollen wir mal gucken, hinter dem Wagen gehen Mentor mit einer großen Sense. Das ist quasi Landwirtschaft wie vor 50 Jahren, oder Dietmar? So ist es. Was hast du dabei? Was ist das für ein Gerät? Eine Sense. Sieh mal ein Gras nehmen, sieh mal eine an. Genau. Heutzutage wird auch Freischneider, dann gibt es dann so Motorsensen. Muss man ja für die jungen Leute mal erklären. Früher wurde das mit so einer Sense. Ganz genau. Prima. Und die Alterskameradschaft, da ist so richtig neuer Zug reingekommen. Wenn er hier mal anguckt, diese Männer, die hätte man ja vor ein paar Jahren noch nicht in der Alterskameradschaft gewählt. Die sind jetzt dabei und es ist eine richtig tolle Gemeinschaft. Man sieht es auch, die laufen hinterher mit tollen Gerätschaften. Hallo? Einfach schön. Ja, guck, als nächstes kommt hier schon die Schar und Matthias Kemper. Auch seit vielen Jahren, aber ich gucke mal hier hinten. Letztes Jahr war es noch Eierlikör, den ihr verteilt habt. Und jetzt habt ihr eure ganzen Hof mitgebracht, ne? Alle Kinder hier sitzen auf kleinen Treckern, fahren schon durch die Gegend. Das ist die Landwirtschaft von morgen. Sehr schön. Genau, und man achte auf die Details. Hier ist so ein kleines Miniaturtraktor, so schön geschmückt mit Blüten und Blumen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Bunte, bunte Blumen, Herzblumen. Komm, du brauchst nur diesen Wagen ausgegabelt. Das ist aber ein schönes Ding. Da bist du schade. Ne? Dafür kann man den auch mega gut rausholen. Sag uns mal, wen ihr mitgebracht hier. Sehr schön. Gut, die kurzen werden schon an Eggerabtrieb angeführt. Oh Sebastian, das macht aber Dampf, mein lieber Mann. Jetzt sag uns mal, was du uns dabei mitgebracht hast für ein schönes Gerät. Sieht aus wie ein Trecker und ist auch einer. Alter Land. Guck mal her. Hab mir schon fast gedacht, sag mal, für die Trecker-Begeisterten unter uns. Kannst du uns mal so ein paar Daten nennen, von aus welchem Baujahr der stammt, wie viel PS der unter der Haube hat? 70,5 Jahre alt, Baujahr 53 und steht vorne dran 17 PS. 17 echte PS, richtig? Sehr schön. Darf ich mal das Mikrofon am Motor dran halten? Jesus Maria, Jesus Maria. Das macht Krach und Wolke. Dann lassen wir dich mal weiterfahren, bevor gleich alle Leute noch schwarz werden. Wer seid ihr zwei denn hier? Aber wo ich sehe, was ihr hier hinten drin habt, da könnt ihr mir sicherlich auch einen Trinkspruch verraten, oder nicht? Was soll ich denn mit dem Ei? Aber doch noch nicht jetzt. Ich glaube, ein flüssiges Ei wäre ein bisschen besser angekommen. Ich habe gerade schon versucht. Kommt noch, okay. Nächster Teil. Komm, wir sind aber ab, da entwickelt gar keinen Trinkspruch für uns. Das ist aber schade. Das ist schade. Ich meine, die beiden Männer sind natürlich auch schon ein paar Stunden und Tage unterwegs. Ihr seid jetzt zu Fuß gekommen, ne? Ich sehe vor allen Dingen viele leere Bierflaschen. Ja. Oh oh.
Ja, schön, dass ihr da seid. Bis später. Also, wir haben es ja vorhin schon mal angekündigt, Trinksprüche sind immer willkommen und wenn sie nicht von den Zugteilnehmern kommen, natürlich gerne auch vom Straßenrand. Ne? Also, wenn ihr schon das eine oder andere Ideechen habt, da winkt mich jemand ran. Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Bad Wünnenberg. Sehr schön, herzlich willkommen. Wie heißen Sie? Andreas Veit und ich bin der Oberst aus Bad Wünnenberg. Oh, das ist ein Applaus wert. Der Schützenoberst aus Bad Wünnenberg. Ja, heute ohne Haaren, mit Hut mit Haaren, dafür mit einem wunderbaren Trinkspruch. Mikrofon frei. Genau, wir haben ja die Familie Kühn schon gesehen, die hat ja immer unsere Festbewertung gemacht. In Bad Wünnenberg über Jahre, alles wunderbar. So, mein Trinkspruch heißt, wer Freiheit liebt und Einigkeit, der trinkt auch mal eine Kleinigkeit. Okay. Das hätte besser passen können. Das können wir so stehen lassen. Aber wir haben ja, wir haben es vorhin schon angedeutet, neben dem gute Laune haben und den Trinksprüchen auch einen Bildungsauftrag. Deswegen geht es jetzt hier an die nächsten Landmaschinen. Luca, was haben wir hier? Ich glaube, ich sehe ganz viel Eierlikör, den hier gerade zubereitet wird, der darauf wartet, am Rand verteilt zu werden. Ist das richtig, Dominik? Willst du ihn nicht verteilen? Guck mal, so viel? Ah, ich will eigentlich gar nicht. Lass den Luca in Ruhe, der muss noch ein bisschen weitermachen. Heiko, ich will aber nicht alleine trinken. Nee, ich kann nicht. Ich hab schon hartes Ei in der Hand. Schade. Zum Wohl auf euch. So, wir kommen zu unseren Gastgebern. Wer es noch nicht gemerkt hat, wir stehen hier auf Thielenhof und Thielen sind seit Jahren der Gastgeber für ja, diesen Teil des Eggerabtriebs. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können und bewundern jetzt eure 6 Kühe. Heute Morgen im Radio habe ich schon von Stefan gehört, bei Daniel Danger. 6 Kühe habt ihr dabei. Wunderschön geschmückt. Eine davon hat der Daniel auch sauber gemacht. Es ist einfach nur schön. Welche Kuh war das? Welche Kuh will sie sehen? Diese kleine Dame. Da hat man so, dass wir den da dran lassen konnten. Sonst hätte das ganz weg gehabt. Und die hat keinen Namen. Ist die Nummer 24, richtig? Genau, ist die Nummer 24. Namen merken wir nicht ganz schlecht. Nummer 24, tut mir total leid. Ich hätte dir gerne einen Namen gesagt. Wie war es denn mit Daniel? Ganz schlecht. Genau, er war stets gut. Alles klar, vielen Dank. Dann wollen wir euch weiterziehen lassen, denn die haben ja schon ein paar Runden gedreht, eure Kühe. Wunderschön sehen sie aus. Wir sehen uns nachher in der Schützenrunde. Guck mal, Heiko, als nächstes kommt schon Daimler Franz Josef und er hat es uns dieses Jahr leicht gemacht. Er hat vorne dran geschrieben, er hat einen Deutz, 2 Zylinder mit 24 PS aus dem Jahr 1957. Und hinten, was ist denn dahinter? Oh, ein Flug der Firma Krone aus dem Baujahr 1966. Eine freundliche Leihgabe. Dadurch vielen Dank an die Firma Kemper aus Rösbeck, dass sie dem Franz Josef für das schöne Gerät zur Verfügung gestellt haben. Dankeschön. So, wir sagen es gern nochmal, gerade in den Pausen, wenn sich jeder so ein bisschen staut. Nachher in der Schützenhalle gibt es noch für alle Kaffee und Kuchen. Nachher auch noch was Warmes zu essen. Es gibt Ponyreiten. Und Ponyreiten, das ist das Stichwort für unsere nächste Gruppe, Luca. Genau, ich sehe vorne schon, seit eh und je schon mit dabei, die Familie Eberbach mit ihren Islandpferden. Gehen jedes Jahr immer schön mit und die bieten gleich auf dem Platz vor der Schützenhalle noch Ponyreiten an. Und wer da Interesse hat, auch auf einen Kindergeburtstag oder sowas, mal vorbeizukommen und mit Ponys zu reiten, der kann sich gerne bei der Christina Eberbach melden. Die ist da die ganze Zeit die Ansprechpartnerin und steht euch da mit Rat und Tat zur Seite. Habe ich das richtig gesagt? Vollkommen richtig, genau. Wir freuen uns auf jeden, der gleich kommt. Das ist schön, sehr schön. Und man könnte noch weiter erwähnen, dass sie auf dem Spielmannshof auch Kindergeburtstage ausrichten, dass sie therapeutisches Reiten anbieten. Also da kann man die ganze Vielfalt
des Pony-Altens kennenlernen. Wendet euch einfach mal an sie, fragt sie nachher an der Halle. Sie geben gern Auskunft, machen auch Termine vielleicht schon mit euch aus. Ich gehe derweil noch ein paar Schritte mit einem sehr interessanten Tier. Ich mit meinem Laienwissen würde sagen, das ist ein Wolpertingel, oder? So ähnlich, ein Waliser Schwarzschaf. Also fast getroffen. Ein walisisches Schwarzschaf. Passt das zu den Tieren, zu den Pferden? So ähnlich. Es kommt aus der Schweiz, die Pferde kommen aus Island. Also. Hauptsache international. Sehr schön. Danke, dass ihr da seid. Heiko, weißt du, was mich besonders freut? Sonst waren es immer nur drei schöne Bögen, durch die wir beide durchspazieren können. Aber dieses Jahr haben sie extra für uns noch einen vierten hinzugebaut. Ich lese einmal die Namen vor. Daniela Becker, Katharina Cham, Julia Schenuit, Michaela und Barbara Jansen, Silke Hillebrand, Jule Meyer und Karin Schröder haben die ganze letzte Woche hervorragende Arbeit geleistet, die schönsten Bögen aus ganz Rösenbeck geschmückt. Komm, da müssen wir durchgehen. Da müssen wir durchgehen. Ein großer Applaus für diese tollen Bögen, durch die man hier durchschweben kann. Und ich habe noch was wieder gut zu machen aus dem letzten Jahr. Denn im letzten Jahr habe ich gesagt, die Frauen sind fast so schön wie die Blumen, die sie an ihren Bögen haben. Völlig falsch. Die Blumen sind der Rahmen und der Teppich, auf dem sie schweben, um uns ihre Schönheit zu zeigen. So wird ein Schuh draus. Heiko, du bist ein alter Charmeur. Ein Schleimer, sagt der Herr Scherwing auf seiner Kreidler. Schön, dass du da bist, Chris. Was hast du mitgemacht? Auf was fährst du? Eine 73er Kreidler Florett. Das heißt, es ist eine 50er in 50. 3 PS. 3 PS. Und die hat damals glaube ich, knapp 2000 Mark gekostet. 1500 Mark. Ist jetzt gut im Wert gestiegen. Ich denke mal, viel interessant. Interessant, aber wollen wir es auch mal hören? Seito. Seito. Jochen, du gehst schon mal vorweg, Familie Pickard, ne? Und du hast aber eine Kuh dabei, die dreht sich schon ganz viel und macht schon viel Ruhe. Hast du die schönste rausgesucht von euren Mädels? Ja, das ist die Banza, die begrüßt euch hier alle. Wie heißt sie nochmal? Banza. Banza, das ist hast du ja einen schönen Namen ausgesucht. Hier hingezogen? Ja. Ja. Wie kommt das denn? Ganz klar, das ist nicht. Ja, ach so, nee. Ach, Petersburg, ja. Als allernächstes Silvia Schröder auf ihrem IAC 523. Schön, dass du mit dabei bist. Die ist ja gar keine Kuh hinten dran. Die kommen alle ruhig heute, die kommen erst später. Auch schön. Heinz Jose, weißt du, was mich freut, dass ich dich hier wieder bei sehe? Hast du es rechtzeitig geschafft? Weiterfahren, ich will nicht in die Scheiße laufen. Hast du es rechtzeitig geschafft? Ich habe es rechtzeitig geschafft, um ein schönes Fest mitzumachen. Ja. Das freut uns, dass du mit dabei bist. In der Halle trinken wir gleich noch einen. Ja, Luca, wir werden ja immer wieder gefragt, warum gibt es eigentlich hier diesen Eggerabtrieb, den Almabtrieb? Wir haben einen Tag vor Erntedankfest und da ist der Eggerabtrieb im Prinzip so eine Art, Danke zu sagen, dass die Tiere heil vom Berg zurück ins Dorf gekommen sind. Das kommt natürlich aus Bayern, aus dem Alpenraum. Aber man hat es hier vor 28 Jahren angenommen, ausprobiert und groß gemacht. Und insofern haben wir auch jetzt hier von unserem Hausberg Egge unter diesem Umzug von Tieren und landwirtschaftlichen Geräten in die Dorfmitte. Der Jochen, der ist eben schon mal vorweggerannt, der wollte aber noch mal zurück hierher kommen. Familie Pickard mit den Größten, aber Frank, ich sehe, du hast nicht mal die kleinste Kuh gekriegt. Nee, Frank, ich überlasse dir das mal, du bist da so beliebt schon drin. So, und jetzt kommen wir nämlich zu den Bögen, die wir vorhin schon hatten. Die Tiere sind natürlich jetzt schon im ganzen Wald durchgelaufen. Und wer auf jeden Fall schon so begeistert sind, die müssen wir dann betreten. Wir werden sie jetzt mit dem Zimmer da runterziehen lassen. Das ist eine steile Situation.
Schönste mitgebracht haben. Als nächstes muss ich fragen, ihr seid die beiden aus Fassbeck, richtig? Schröder aus Fassbeck. Jemand von 2 Jahren dabei, ist das richtig? Mit der gleichen Kuhn wird die heute auch wieder gemolken wie beim letzten Mal. Ja, das testen wir gleich aus. Will nicht so. Nimm eine andere. Ja, nimm eine andere. Also hier können wir was ganz Interessantes miterleben. Hier spricht eine Kuh mit einem Kind im Wagen. Was möchtest du sagen? Vorne alles in Butter. Aber wenn ihr das sagt, dann will ich darauf mal vertrauen. Komm, wir gehen mal hin, Heiko. Also Butter, ein wichtiger Geschmacksträger, unter dem vieles nicht geht, hier in der Sauerländer Küche. Warum habt ihr euch denn gerade für Butter entschieden? Ich will das sagen. Das machst du dafür dann aber sehr schön. Sagt mal, wer von euch kann mir denn sagen, warum ihr euch um die Butter kümmert dieses Jahr? Wir haben uns hier eine alte historische Maschine ausgeliehen, wo man Milch und Schmand sozusagen trennt, der dann zu Butter verarbeitet wird. Und deswegen haben wir uns für das Auto alles im Butter in Rösberg entschieden. Habt ihr die Maschine dann schon mal ausprobiert? Nein, das wollten wir dem Endleier nicht antun, dass wir jetzt auch noch das beschmutzen. Aber ich finde die trotzdem toll. Und ich glaube, sie funktioniert noch. Wollen wir mal darauf vertrauen, dass die noch Butter macht wie vor 50 Jahren? Also ein großer Applaus für dieses Buttergerät, gezogen von Noah Matuschak, der das gerne macht, obwohl er gar nicht weiß, was in dem Ding drin ist. Aber danach, du wirst sie gleich probieren und dann wirst du es gar nicht wissen. Genau. So, Luca, jetzt wird spannend. Schade, dass wir hier kein Bild machen können, weil da bewegt sich gerade eine ganze Menge. Ein Landsbulldog. Mindestens 50 Jahre alt, würde ich tippen. Und dahinter ein, ja Luca, jetzt wird's spannend. Ein Gerät, was man heute, glaube ich, so nicht mehr sieht, oder? Heiko, ich müsste lügen, wenn ich dir sage, dass ich sowas schon mal auf dem Feld gesehen habe. Wir fragen jetzt gleich mal nach. Komm zurück, ein Weg dran vorbei. Erzähl uns mal, was wir uns hier mitgemacht haben, Richard. Gerne. Ja, also, gezogen wird das Ding von einem Landsbulldog, Baujahr 50 Liter Hund an, ein Zylinder, Glückwunschler. Dahinter ist ein weißer Frühlingsmann. Das ist technisch gesehen ein Zwischending zwischen Handableger und Selbstbinder. Dieses Gerät ist etwa Baujahr 1930. Hiermit wurde grundsätzlich nur Getreide gemäht, ein Gras. Und wurde mit den Zwiebeln portioniert,
Korn einer zum Binden, ist das richtig? Derjenige, der die Pferde auf der Hand hatte, und er konnte an ihm dranbleiben, wann über den Sedelpreis die Portion der Gaben abgelegt wird. Aber das musste dann alles noch mit der Hand aufgerufen werden. Danach kam die Selbstbindung. Alles klar. Könnte man mit dem Gerät heute noch auf dem Feld was machen? Also, ich habe das Ding überholt, es müsste eigentlich schon genug kommen. Sagenhaft. Alt trifft neu. Dein Egger trieb in Rosenburg. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Gute Weiterfahrt. Kühe ausgesucht. Wir haben nur schöne Kühe im Stall. Das sind die schönsten. Alles klar. Guck mal, von groß bis klein alles dabei. Genau, die Sauerlandmilch mit einem großen und modernen Milchviehbetrieb oben am Wildhagen. Wer schon mal an der Schächtele spazieren war in Rosenberg, hat das gesehen. Da steht auch dieses wunderbare Tiroler Häuschen, das man als Ferienwohnung mieten kann. Und da ist dieser große Stall mit Biogasanlage, Melkroboter. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Und wir sind froh, dass Sie jedes Jahr dabei sind. So, jetzt kommt noch mal ein Augenschmaus, ne? Ein grün-gelber Traktor, der mit unfassbar schönen Herbstblumen geschmückt ist. Nicht nur am Wagen, sondern schon oben an diesem Geländer von dem Traktor. Winkende Kinder, ein fröhlicher Treckerfahrer. Ein großer Applaus für diesen tollen Wagen. Reinhold Hoppe seit vielen Jahren schon mit dabei. Und ich sehe hinten drauf schon, da kündigt sich der Königswagen an. Lea, unsere Königin, sitzt oben drauf. Wie hast du die Kinder alle im Griff hier? So wie jeden Tag. So wie jeden Tag, und ich sehe, dass wir Königin gewünscht. Das hast du auch gut im Griff, richtig? Aber nur weil ich sie super freue und sie super unterstützt und das gemacht habe. Über 10.000 Stunden, sowas in Rosenberg noch nicht gegeben. Was verteilt ihr denn hier? Kreide? Ich habe mir viele Gedanken gemacht, Market, das ist aber schön. Ja, und es ist ja gute Tradition, wenn die Schützenkönigin von Rosenberg hier unten vorbeikommt. Ja, was dann? Dann sie einmal hochleben zu lassen. Wir haben heute den glücklichen Umstand, dass nur zwei Gruppen weiter der Musikverein aus Bontkirchen dabei ist. Und vielleicht kann der Thomas, den ich jetzt sehe, einmal zusammen mit uns einstimmen. Unsere Schützenkönigin Lea, sie lebe dreimal. Hoch! 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 Hoch soll sie leben. Hoch soll sie leben. Lea! Hoch sie lebe hoch. Sie lebe hoch, sie lebe gleich einen Chor aufmachen. Als nächstes sehe ich schon hier den Kindergarten. Die haben sich super viele Gedanken gemacht zu ihrem 50-jährigen Jubiläum, was nächste Woche an der Grillhütte in Rosenberg gefeiert wird. Und Christiane, 50 Jahre kann man ja werden, aber ihr habt euch was Besonderes überlegt, richtig? Wir haben gedacht, wir machen zum 50-jährigen eine Baumfunktion. Bisher sind Spenden für über 600 Bäume schon zusammen. Das ist ja ein super Wert, wofür man klatschen kann. Meldet euch gleich gerne noch. Der Kindergarten wird in der Schützenhalle noch Bastelaktionen anbieten. Bringt da eure Kinder gerne hin. Keine Scheu haben, sprecht sie an und spendet auch gerne noch einen Baum für die Rosenbecker und die Briloner Wälder. Dankeschön. 50 Jahre Kindergarten Rosenberg. Mein Gott.
Ich bin mal gespannt, ob sich hier noch jemand findet, der im ersten Jahr im Kindergarten in Rösenberg war. Wenn, dann hinter gleich mal die Hand und das würde mich mal sehr interessieren. Dahinter seit vielen Jahren dabei, die Firma, nicht die Firma, die, Entschuldigung, die Familie Gondermann. Schön, dass ihr mit dabei seid. Genau, aber jetzt gehört die Biene, die Bühne dem Musikverein Bonnkirchen, unserer Festmusik beim Schützenfest in Rösenbeck. Seit vielen Jahren Garant für Stimmung, spitzenmäßige Stimmung haben sie dieses Jahr wieder gemacht. Jetzt kommen sie mit einem Marsch auf uns zu und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr hier Stimmung macht und dass ihr jetzt leider keinen Morgen gehen muss. Das liegt daran, dass die Kühe von Schäpes und die Kühe von Männer gehen gemacht haben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir stoßen gleich in der Halle auf euch an. Bis später. So, der nächste Wagen, das sind die Rösenbecker Kurvenkinder. Auch im Prinzip Urgesteine des Rösenbecker Eggeabtriebs, immer mit einer super originellen Idee. Anton vorneweg auf dem Trecker. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, schön, dass du fährst. Sie kommen oben von Wildhagen und sie haben immer ein tolles Motto dabei. Immer. Dieses Jahr sehe ich was von Weiß und Quark. Ist das richtig? Kartoffeln mit Quark und Dip. Das sieht aber super aus. Und lecker ist es auch, wird von hinten gerufen. Das ist doch sehr schön. Und was glaubt ihr? Wer sich unter den Kurvenkindern findet. Hinter den Kurvenkindern. Hier ist sie. Sie wurde den ganzen Morgen gesucht. Daniel Danger von 1Live hat sich aus Köln auf den Weg gemacht, diese Frau zu suchen. Die Schönheit vom Lande. Ein großer Applaus. Hier ist sie. Und sie wird noch viele, viele Monate den Thron bei den 1Live O-Ton Charts innehalten. Hoffen, vielleicht sogar erstmal zurückgewinnen. Und dann aber hoffentlich verteidigen. Schön, dass du da bist. Wie war das heute Morgen für dich? Sehr aufregend. Aber der Daniel musste dich ja erstmal finden. Das war eine ganz schöne Odyssee. Ach ja, okay. Du willst ja nicht sein, ne? Der Mann wollte dich was verstecken oder wie war das? Was? Ey, komm du mir da raus! Genau, Wolfgang Amadeus. Nein, er stand zumindest erst vor dir. Und dann hat der Daniel dich gefunden und dann hatte er quasi seine Mission erfüllt. Hat er gut gemacht. Wie war das denn für dich? Im vergangenen Jahr bist du oft angesprochen worden auf dieses Jahr wirklich überregional bedeutende Ding. Es war angenehm für mich, ne?
mit 62 Schönheit von Land. Das ist immer mehr, oder? Schönheit von Land, hier ist sie. Ein großer Applaus. Als allernächstes, wir haben in diesem Jahr nicht nur ein Königspaar, sondern wir haben gleich zwei Königspaare. Es hat uns sehr gefreut, dass sich das Königspaar aus Brilon mit dem riesigen Hofstaat hier angekündigt hat. Das ist ein Applaus wert für das Königspaar aus Brilon. Die machen hier schon super Stimmung. Und wie ist das denn für euch herzukommen? Wartet schon mal auf den Eggertrieb in Rösenbeck. Das ist ja ein super Anlass, das gleich in der Halle noch schön zu zelebrieren. Und wir sind ja auch gerade dabei, ihr seid aktuell die Spitze. Lasst uns heute Abend den Sieg der WP-Königin von Brilon und von Rösenbeck, die ersten 10 kommen weiter, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Halle ausreichend feiern. Bis später. Aber auch darauf nicht ungeschoren davon, das Königspaar aus Brilon lebt dreimal. Hoch, hoch, hoch. Hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben, dreimal. Hoch, wo ist die schöne Sängerin? Sie leben hoch, sie leben hoch. Sie leben hoch, 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 hoch. Sie leben hoch. Schön, dass ihr da seid. Ein Leiterwagen von selten alleine. Ein Leiterwagen von selten alleine. Wir müssen uns hier zu. Wir brauchen hier Schlaf. Heiko! Oha! So, ein wieder mal sehr schön geschmückter alter Traktor. Marcel Scherwing steuert ihn. Und seine Gruppe hat ihn gestern festlich und wunderbar geschmückt, weil der Marcel heute Morgen noch in Hamburg war. Der kommt nämlich jetzt extra zurück, der hat da sein Studium angefangen, Maschinenbau in Hamburg. Aber die Tradition vom Eggertrieb lässt sich nicht entgehen, fährt den Traktor, aber geschmückt haben ihn andere. Und guckt euch den mal an, was hier drauf ist. Thema Vereinigung. Und ich glaube hier, Heiko, das muss gestern ein lustiger Abend gewesen sein. Ich sehe hier so viele leere Weinflaschen, dass die heute schon wieder stehen könnt hier. Mann, 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 da habt ihr euch sehr viel Mühe gegeben, ein sehr schöner Wagen. Sehr schön. Also mich würde ja mal schon interessieren, Emily, wie lange schmückt man daran, dass ein Wagen so schön ist? Lange. Sehr gut. Wie lange? Ja, wir haben gestern um 5 angefangen und waren eigentlich relativ schnell durch. Das hat nicht so lange gedauert. Mir wurde berichtet, dass ihr da richtig Spaß bei hattet, oder? Ja, richtig gut. Warum macht ihr hier mit bei Megatrieb? Warum macht ihr euch das so? Ja, Megatrieb ist einfach, das beschreibt ein bisschen unser Leben. Wir haben schon, als wir klein waren, warst du auf dem Checker, jetzt gehen wir jedes Jahr mit. Es ist einfach immer schön, die Leute zu sehen und sie miteinander zu unterstützen. Es war einfach Spaß. Und dir ist die Lederhose kein Problem? Nee, es ist auch das Beste daran. Und wie geht's gleich weiter in der Halle? Genau wie wir hier, würde ich sagen. Vollgas, super, viel Spaß bei Vollgas. Guck mal, wo ich Vollgas sehe, habe ich hier die nächste Gruppe schon. Eine Fußgruppe aus Brilon. Ihr könnt ruhig näher kommen, keine Scheu. Genau, da sagt das einer, das Verhältnis zwischen Brilon und Rösenbeck wird gestopft von Wegen. Ganz viele Briloner gehen heute mit. Ich möchte mal ganz kurz mit Zeit nehmen, dieses Motto vorzulesen. Die nächste Gruppe, das sind die Streuobst-Schlawiner. Kernig, frech und immer saftig. Das spricht für sich. Hat halt noch einen Schnaps hier schön. Sehr schön. Ihr habt alles dabei. Also für mich wirkt das hier gerade so ein bisschen wie das Vorglühen quasi vor dem Schulbau, ne? Kann man das sagen? Das kann man schon sagen, ja. Was habt ihr hier auf dem Markt? Wir haben hier selbstgemachtes Schnaps, Korn, eigentlich alles, was man so braucht. Aber alkoholfrei, oder? Natürlich. Ja, sehr löblich, weil das gibt es auch. Nachher an der Cocktailbar in der schönsten Halle gibt es Aperol, auch alkoholfrei. Denn viele müssen ja hier noch ein bisschen fahren, weil wir haben viele Besucher aus nah und fern quasi, die nicht bleiben können. Und für die haben wir auch Getränke. Und die gibt es nachher an der Cocktailbar in der Schützenhalle. Aber sehr cool, dass ihr aus Brilon mit dem Handwagen hergekommen seid. Ich glaube, ihr seid auch gestern Abend losgegangen.
die ganze Nacht zum Tag gemacht. Schön, schön, schön. Als nächstes kommt eine große Gruppe aus Alme. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich erinnere mich, ihr wart letztes Jahr das erste Mal dabei, richtig? Ja, hallo. Wir freuen uns wieder hier zu sein. Wir haben das natürlich sofort wiederholt. Und weil wir wissen, dass die Würfbäcker immer hart am Gras sind, haben wir euch natürlich auch was Schönes mitgebracht. Aufgesetzt von meiner Oma. Guten Tropfen aus Alme. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Und den Rest packen wir dann gleich in der Halle aus, richtig? Sehr schön. Vollgepackt bis hinten hin, schön geschmückt. Seid ihr aus Alme gefahren heute hierhin? Die beiden sind auf dem Trecker gefahren, sehr schön. Wunderbar, der Eiche Diesel kann weiter voranfahren, damit der Blick frei wird auf das, was wir vorhin in der Theorie schon angekündigt haben. Winfried Dickel, unser Stadtkundes, hat vorhin von der Bedeutung der Esel im Bremer Umland berichtet. Und jetzt kommen Sie, ein großer Applaus für unsere Esel. Die Esel sind nämlich seit Jahrhunderten wichtige Nutztiere in Bremen, die den Menschen geholfen haben und sind längst nicht so störrisch, wie man denken kann. Also, ich finde mal, die gehen super mit, oder? Wie sind die? Auf jeden Fall, ja. Haben die einen Namen? Huberta aus Brelon, ist das die Huberta? Jene welche? Das Wappentier von Brelon. Wow, schön sprachlos. Steht in Rattlinghausen bei euch im Generationenhaus. Das ist ja auch ein besonderes Konzept, ne? Wollt ihr mir das nochmal erklären? Wer wohnt da zusammen? Ja, verschiedene Menschen, gesunde Kranken, alle in die Großstadt. Das nennt sich Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft, ne? Das ist ja ziemlich innovativ, oder? Da seid ihr hier weit und breit, glaube ich, wir waren die Ersten. Wir haben dieses Jahr schon. Und ihr habt quasi nicht nur mehrere Generationen Menschen dafür, sondern eben auch ganz verschiedene Tiere. Ganz genau. Wir haben Schafe, Hunde, einmal im Jahr kommt ihr nach Rösenbeck zum Eggabtrieb. Wir freuen uns sehr. Schön, dass ihr da seid. Großer Applaus für die Abordnung von Mehrgenerationenhaus in Rattlinghausen, ein Nachbardorf hier über dem Hamm. Als allernächstes, wir haben eben schon gesagt, die Polizei ist dabei, die Feuerwehr ist dabei, das DRK ist dabei. Und jetzt kommt auch noch der Beistand von oben. Ich darf ganz herzlich auf dem Trecker von Arno Menne Pfarrer Jochen Andreas aus Thüeln begrüßen. Herzlich willkommen in Rösenbeck. Bravo! Servus, euch allen. Viel Freude hier. Hier gibt es den besten Eierlikör von der Welt. Du musst ja unbedingt hier probieren. Komm hier, kriegst du einen. Komm hier. Ja, also der Udo Lindenberg, ne? Der würde dich jetzt beneiden, diesen Eierlikör. Vielleicht kommt der nächstes Jahr ja mal. Ja, zum 30. 30. ist übernächstes Jahr. Ja, da komme ich auch. Auf jeden Fall. Fest mit eingeplant. Sehr schön. Toll, so, das ist wunderbar. Auf Weiher, der Hahn legt keine Eier. Eine Familie Männer, wieder mit einem tollen Motto. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns nachher in der Schützenhalle. Und er sagt dann, dass es hier noch was zu gucken gibt, ne? Die gibt es Eierlikör. Familie Mann, Eierlikör, das Eierlikör. Wer noch nicht hat, hebt die Hand. Man kann sogar das Döschen essen, wie die Eierlikör gereicht wurde. Festlich. Schönen Nachmittag. Hi. Hallo. Festlich. Als nächstes kündigt sich jetzt hier schon an, ich sehe so Team von Hermann Becker, ihr bringt die großen Pötte nach Rösenbeck. Ist das so? Ja, seid ihr schon dabei, Markus? Weil so Rösenbeck am schönsten ist, ne? Ja, vielen Dank, Olf, dass ihr hier uns die Treue haltet und mit euren grünen Wundern immer wiederkommt. So, jetzt wollen wir die grünen Wunder aber auch mal hören, ne? Klein, kleiner, noch kleiner und dann wird's groß.
den Wecker mit dem lautesten und größten Gefährt. Mach ruhig mal Gang. Gas. In Zeiten von Klimaschutz ist das natürlich nicht das Geräusch der Wahl, aber ich weiß, es ist Musik in den Ohren vieler Motoren. Und auch das gehört zur Wahrheit dazu. Genau wie die anderen, ne? Schön, dass ihr dabei seid. Ich meine, ja, reden kann jeder, ne? Jetzt wollen wir es auch hören. Luca, mach mal dran. Gewaltig. Gewaltig, gewaltig. Guck mal, Heiko, hier steht ein lustiges Schild dran. Lanz Bulldog, nicht am Lack lecken. Nein, ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen. Sehr gut. Aber man sieht, man könnte mit denen, glaube ich, alle noch arbeiten auf dem Feld. Wir haben entweder noch ein Gerät hinten dran, und man könnte was anlegen, und das ist einfach nicht zu vergehen. Zum relativ modernen Traktor. Zicke, zacke, zicke, zacke, Hühnerkacke. Luca, und jetzt du. Hühnerkacke. Was soll ich sagen? Du hast schon alles gesagt. Elia Salto, wieder mit Geflügel. Schön, dass du da bist. Was hast du hinten drauf? Ich habe ein paar goldene Fasanen, Diamantfasanen, ein paar Tauben, 100 verschiedene Rassen. Und die Fasane, sind die, wohnen die bei dir quasi im Käfig? Nein, die haben größere Foyer, aber keine Käfig. Das ist ja was Besonderes, ne? Fasanen. Und die fühlen sich jetzt hier wohl mit den anderen Hühnern sozusagen, das passt gut. Ja, das muss ich. Schön, dass du dabei bist. Bis später. Also guck mal, wer es noch nicht gesehen hat. Fasane, besondere Geflügelrassen. Da ist der Fasan mit dem tollen. Ja, da sagt man das. Federkleid auch nach hinten. Hans, darf man das sagen? Bestimmt. Sagen wir einfach. Das ist der Schwanz der Fasane. Schwanz der Fasane. Wir haben wieder was gelernt. Ja, gehen wir ein Stück beiseite, sonst werde ich noch überfahren. Das Team von Heidstall Vollbart, auch seit mittlerweile sehr, sehr vielen Jahren mit dabei. Sind extra von Bonentoren hier hingekommen, von Rilon. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich sehe schon, ich glaube, hinten haben die auch gute Laune mitgebracht. Wir gucken mal rein. Ja, das kann man ja nicht oft genug betonen. Ne? Der Eggerantrieb ist mittlerweile bei den jungen Leuten angekommen. Das ist gar nicht mehr nur Tradition, ältere Leute, die sagen, wir müssen die guten alten Zeiten gewinnen. Nein, hier gehen die jungen Leute in Dirndl in der Lederhose, geschmückt mit Tieren und Blumen rum. Machen Spaß, haben nachher irgendwie den großen Scheunenball. Es ist quasi verrückt. Und ich glaube, das macht auch echt den Reiz hier in Küsmikhaus. Guck mal, ich sehe gerade, Heiko, wir sind an der falschen Seite. Reitstall vollbracht, es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd. Bei uns da ist es umgekehrt. Ich glaube, hier hinten, ihr habt die großen Pullen schon dabei. Ihr macht das super, weiter so. Ein Oliver Helle kommt selten allein. Jetzt ist das dritte Mal. Schön, dass du da bist. Wie soll das sein? Ja, wenn man sich dreimal trifft, muss man einen ausgeben, ne? Das ist ein Tier, ne?
Hey, wie kommst du denn zum dritten Mal jetzt hier um diesen Mal? Jetzt musst du es mir erzählen. Aber wie soll ich jetzt noch mal erzählen? Erzähl's mir. Wagen? Ja, aufspringen. Wir beide kriegen dann mit. Das können wir machen, oder? Aber du musst mir dann ausgehen. Du bist jetzt zum dritten Mal an uns vorbeigefahren. Hey, pass auf. Du holst mir jetzt ein Bier hier auf die Straße. Wie wäre das? Und wow, Heiko, du hältst mir meins fest und ich hole zwei Bier. Sind das denn Leute? Das ist Einsatz, Heiko. Als allernächstes, letztes Jahr dabei, ich bin mir nicht ganz sicher. Johann Stock-Schröer aus Brilon. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Position im Rat. Du hast uns letztes Jahr so eine lustige Rupe mitgebracht. Kannst du die immer noch machen? Boah, geht ab wie ein Zäpfchen. Die würde ich, hätte ich gerne am Auto, Luca. Kannst du mal fragen, ob man die irgendwann umrüsten kann? Kannst du uns mal sagen, was du uns mitgebracht hast hier? Das ist ein Normag, Nordhauser Maschinenfabrik aus dem Jahr 1951. Der hat 500 PS auf einem Zylinder und macht unheimlich Spaß. Ich habe das selber seit 35 Jahren jetzt. Und Normag ist auch eine Seltenheit unter den Treckern, richtig? Es gibt nicht mehr allzu viel davon. In Deutschland waren ungefähr noch 600, die jetzt fahren. Aber nur einer auf dem Elgantrieb in Rösenbeck und das ist dieser. Sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei bist. So, wenn der Henne dreimal klingelt, muss er mir ein Bier ausgeben. Da ist er. Prost auf dein Wohl, schön, dass du dabei bist. Wie geht's allein? Du musst noch ein bisschen hier stehen bleiben. Ich trinke gleich mit dir, okay? Ich nehme deine Brücke, das war deins. War aber nicht so hoch. Heiko, lass es dir schmecken. Guck mal, ich sehe. Danke. Ich sehe gerade auch hier. Nach des Tages Mühe und Last. Braucht der Bauer eine Rast oder der Heiko? Prost! Ja, zum Wohl! Die Trinksprüche kommen uns geradezu angeflogen. Da vorne! Ein weiterer Trinkspruch oder nur Zuspruch? Zuspruch ist auch immer gut. Zuspruch vor allen Dingen auch für die ganzen Aktiven, die hier im Umzug mithelfen. Die in die Halle geschmückt haben. Die hier im Bierstand stehen. Und die sich darum gekümmert haben, dass alles so gut läuft und so eine tolle Hupe dabei haben. Ich muss sie nochmal hören. Hammer. Jee, was ist denn das hier? Wer schwingt denn da, Lugo? Ah, ich hab den Frank schon gesehen hier. Frank Schlüter schwingt hinter diesem schönen Deutz hinterher. Nein, nein, nein. Ja, weiter geht's mit Handwagen, ne? Diesmal vom Ortsausgang von Rösenberg und Theo. Und Rosi, beide mit dem Handwagen. Auch gestern Abend losgegangen, um pünktlich hier zu sein. Ihr habt immer einen ziemlich weiten Weg, ne? Den was ich muss man bei dem Wetter? Okay, will nichts sagen. Das ist vorgestern. Er ist gestern losgegangen, er ist jetzt hier, er sieht gut aus. Punkt. Ich muss mal fragen, haben wir hier? Bist du zum ersten Mal mit dabei oder zum zweiten? Sag mal, wie bist du denn auf dem Eggertrieb hier in Rösenbeck aufmerksam geworden? Theo Schmidt hat dich eingeladen. Ja, Theo, vielen Dank, das hast du super gemacht. Kommt ihr nächstes Jahr auch wieder, wisst ihr das schon? Ja, das freut uns, sehr schön. Schön, dass ihr mit dabei seid. Nützt ja nichts, ne, Luca? Nützt ja nichts. Nächstes Jahr geht's weiter. So, ein interessantes Gefährt sieht aus wie ein Unimog. Was kann ich sagen, Luca? Müssen wir hier vorne gucken, was hat sich hier versteckt? Ich hab's geschafft! Ein Rapid ist das, richtig? Sag mal, das ist auch eine Besonderheit, so was hatten wir hier noch nie. Kannst du uns mal erzählen, was du uns hier mitgebracht hast? Ich schreibe das hier hin, aber das ist erstmal ein Fahrzeug. Und dieser ist aus der Schweiz. Dieses Fahrzeug aus der Schweiz. Das ist doch schön. Schön, dass du dabei bist. Und ich hoffe, dass der nächste Jahr alle mal hier auch wieder mitkommen. Also da hinten auch noch ein bisschen Holz haben. Ist ja bei euch auch mal richtig im Einsatz. Sehr schön. Da kommt irgendwie schlau. Jetzt so, nach vielen Auswärtigen jetzt noch mal ein großer Applaus für unseren Timme. Timme hat zusammen mit Dete Becker diesen Umzug organisiert und hat es sich nicht nehmen lassen, den Unimog noch mal hier eine Runde mitzudrehen. Also, vielen lieben Dank, Timme. Auch stellvertretend für alle anderen, die sich um den Zug gekümmert haben. Ganz groß und klasse. Hallo, Antonio. Und ich sehe hinter eine Kartoffelmaschine habt ihr, ist das richtig? Ja, ist richtig.
Richtig. Zum ersten Mal mit dabei die Kartoffelmaschine, richtig? Sehr schön. Als nächstes Lars Köster mit Marcel Ferguson. Ist auch das erste Mal, dass in diesem Jahr ein Zug von Marcel Ferguson mitfährt. Ist auch eine Seltenheit geworden, ist das richtig? Sag mal, was hast du uns da hinten drauf mitgebracht? Ich sehe da so ein schönes Modell. Kannst du uns da was zu erzählen? Ich habe eine Mühle mitgebracht, die stand normalerweise immer bei uns vorm Haus. Stand jetzt aber ganz Station im Keller. Da haben wir jetzt ein bisschen wieder repariert, frisch gemacht. Alles für den Eggerabtrieb. Alles für den Eggerabtrieb, sehr schön. Vielen Dank, dass du uns diese schöne Mühle mitgebracht hast. Ja, Heiko, aber ich sehe auch als allernächstes, der Westheimer Wagen bringt uns nicht nur frisch gezapftes Westheimer, er kündigt auch leider das Ende dieses Zuges an. Denn alles hat an ihm verloren. Wurst hat zwei. Ich gehe jetzt gleich in der Halle. Genau. Aber jetzt noch mal Lars Bernhard, Maisen, Brauerei, Westheim, seit vielen Jahren liefern sie hier das Dorf und die Kneipen mit Westheimer Bier. Diesmal gibt es ja, Freibier hinten raus. Lasst euch ein Becherchen geben, wenn ihr Durst habt. Und das scheint wirklich ein ganz besonderes Getränk zu sein. Ich habe einen Kumpel in Köln, der sagt immer, ich trinke keinen Tropfen Kölsch. Wenn ich Bier trinke, will ich nur Westheimer. Und das musst du mir mitbringen. Da musst du mir gleich eine Kiste mitbringen, ne? Wollte ich gerade sagen. Und fast, fast direkt. Komm, wir laden uns eins hinten raus. Also, ich denke mal, wir sollten uns jetzt auch noch ein Bierchen holen. Genau, wir trinken auch noch ein Bier. Ich frage mal hier hinten, ob sie bei uns gerade zwei Pfennig haben. Habt ihr zwei da? So, und damit rundet sich das Bild. Vielen lieben Dank, ich habe auch keine Hand mehr frei. Ich nehme das aus. Wir danken allen Aktiven des diesjährigen Umzugs. Es waren an die 400 Teilnehmer in 45 Gruppen aus Rösenbeck, aus der Umgebung, mit Tieren, mit Maschinen, mit Rundmaschinen, mit Fußball.